Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Imperium, die Klassikvariante. Römer gegen Griechen. Die Griechen haben ihr Imperium schon aufgebaut. Genau wie in der Geschichte sind sie vor den Römern, in der Blütezeit ihrer Gesellschaft. Doch die Römer sind nicht untätig. Nach und nach entwickeln sie auch ihre Zivilisation. Ob sie am Ende stärker werden als die Griechen, jedenfalls in meiner Variante, das werden wir erfahren und da wünsche ich. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Imperium. Wir haben das letzte Mal noch die Sonnenwende abgeschlossen. Über Brot und Spiele habe ich deswegen eine Karte weniger auf der Hand, aber das ist nicht so dramatisch. Ich habe ja eh nur drei Aktionen, die ich verwenden kann. Und damit beginne ich auch. Denn wir sind immer noch im barbaren Hingegen die Griechen haben schon ihr Empire aufgebaut. Ich hänge ein wenig hinterher, aber ich denke mal, ich werde das auch demnächst schaffen. Und da werde ich als erste Aktion, ich werde wieder Karten aktivieren. Und zwar Rätschen spielen. Da bekomme ich einmal Material und darf eine Karte unterschieben. Ich würde sagen, ich versuche mal jetzt ein klein wenig mein Deck zu verkleinern. Deswegen, ich denke mal, Wohlstand werde ich erstmal nicht spielen. Diese Karte schiebe ich hier unten drunter. Und dann machen wir gleich weiter. Nächste Aktion, ich werde wieder eine Region spielen. Und zwar den Fluss und nun habe ich die Option von meiner Ablage eine Karte in die Geschichte zu bringen und ich habe schon vor, über Julius Caesar demnächst mich zum Imperium zu entwickeln und da wird mir die Fortschrittskarte aufgrund dieses Symbols nichts mehr nützen und deswegen ja, schiebe ich sie einfach in die Geschichte bringt mir zwar keine Siegpunkte aber sie ist erstmal raus aus dem Spiel und stört deswegen nicht ergänzend eine Karte vom Markt soll ins Exil geschickt werden da habe ich nur die Möglichkeit für Invasion und für diese Angriffskarte. Ich denke mal, ich werde den Griechen ein wenig die Angriffsoptionen vermiesen und diese Karte ins Exil schicken. Und wir bekommen wieder ein Gefolge. Okay. Ich könnte erneut noch eine Karte unterschieben, aber das spare ich mir, denn ich habe noch eine Aktion und ich möchte das Dorf gern noch spielen solange ich es spielen kann. Hat erstmal überhaupt keinen Effekt, hat nur einen erschöpfend Status und den kann ich aber dennoch auch jetzt schon aktivieren, auch wenn ich meine Aktionen verbraucht habe. Und deswegen nehmen wir uns einen Erschöpfungsmarker, legen diesen hier drauf. Und alle Spieler erhalten jetzt automatisch zwei Material. Das gilt für mich gleichermaßen wie für die Griechen auch. Denen habe ich jetzt noch zwei extra Material gegeben. Das war es dann auch für meinen Zug. Meine Hand ist leer. Platziere ich noch einen Fortschrittsmarker. Und diesen werde ich ja, werde ihn auf die Invasion legen. Räumen wir wieder auf. Wir bekommen unsere drei Aktionsmarker wieder. Die Erschöpfungsmarker kommen auch wieder zurück ablegen muss ich nichts bin leer ziehen wir auf fünf Karten dann haben wir den Aufstand wir haben eine Region noch eine Region Orakel und noch mal Wohlstand sieht doch gar nicht so schlecht aus Aufstand kriege ich wieder hier mit los dann habe ich noch Regionen und zusammen mit, mit Wohlstand könnte das eine sehr ertragreiche Runde sein? Denn gerade über meine Machtkarte ist ja Bevölkerung sehr cool. Habe ich ja schon 20. Dann kann ich noch ein paar mehr bunkern, um noch mehr Siegpunkte zu bekommen. Aber bedenkt immer, jede Karte, die von den Siegpunktewertungen ein Sternchen hat, kann nie mehr als 10 Siegpunkte generieren. Also seid ihr irgendwann auf dem Maximum, dann lohnt es auch nicht mehr, in diese Richtung zu investieren. Die Griechen sind wieder dran und werden ihr Imperium weiter ausbauen. Und zwar. Mit einer 5. Okay, fangen wir an und haben als erstes einmal Aufstand. Kriegen wir darüber weg. Dann haben wir eine Unendlich-Karte. Diese geht in die Geschichte. Weitere Effekte gibt es nicht. Dann haben wir wieder eine Aufstandskarte. Kriegt das sie alle jetzt wieder los? Und dann haben wir die Armenier. Und diese Gefolgskarte ist überhaupt nicht hier verzeichnet. Das heißt, der untere Effekt kommt jetzt zum Tragen. Und dieser besagt, haben die Griechen dreimal Bevölkerung, würden sie jetzt ein Gefolge bekommen. Sie haben nur zweimal Bevölkerung, somit geht das nicht. Als nächstes, falls möglich, zwei Material, um eine Zivilisiertkarte zu erhalten. Material haben sie eine ganze Menge und diese zwei bezahlen sie und werden sich jetzt deswegen eine Zivilisiertkarte nehmen. Und da gibt es vom Markt nur diese eine Karte, das heißt, sie bekommen einen Fortschrittspunkt. Diese Karte geht aufs Deck, Aufstand, es ist ein Erwerben, geht aufs Deck und dann ziehen wir wieder neu und haben erneut so eine kombinierte Karte, kommt eine Aufstandskarte unten drunter und diese Karte geht in die Ablage. Damit endet der Zug der Griechen, kommt noch ein Fortschrittsmager. Karte wandert hier rüber und dann legen wir wieder nach, sind immer noch genug Karten im Zugstapel, sehr schön. Rundenende heißt wieder Sonnenwende. Ich werde zuerst die Stadt Rom aktivieren, werde eine Karte ablegen, wird die Aufstandskarte sein. Und werde dafür, ziehe ich, noch eine, ich zieh noch eine Karte nach. Und da bekomme ich noch mehr Regionen. Okay, dann haben wir Brot und Spiele. Ich muss eine Karte ablegen. Das ist die Frage. Ich werde nicht so viele Regionen spielen können, ja, können schon. Aber ich hätte schon gern den Wohlstand aktiviert. <laughs> ja, ist knifflig. Okay, ich werde mal diese Karte ablegen. Und jetzt darf ich von meiner Hand eine Aufstandskarte habe ich nicht, aber von meiner Ablage die Aufstandskarte. Die geht wieder zurück und damit ist die Sonnenwende abgehandelt. Obwohl, nicht ganz. Ich habe ja hier noch das Dorf, hat auch einen Sonnenwende-Effekt. Und über diesen Effekt bekomme ich zwei Fortschrittspunkte. Aber ich muss sie nicht nehmen. Wenn ich sie nicht nehme, dann bleibt die Karte ganz normal hier. Wenn ich aber diese zwei Fortschrittspunkte nehme, dann muss ich diese Karte entweder in die Geschichte legen oder aufgeben, was in die Ablage wäre. Das ist eine Barbarenkarte. Ich denke mal, ich werde sie sogar in die Geschichte legen. Das heißt, ich nehme die zwei Punkte, sind am Ende auch zwei Siegpunkte wert, und dann geht dieses Dorf in die Geschichte, bringt ja auch noch ein paar Siegpunkte am Ende ein, und das Deck ist damit wieder um eine Karte kleiner. Okay, machen wir weiter. Ich werde zuerst das Orakel spielen. Das ist eine Gratisaktion. Kann ich zwei Karten ziehen, eine aussuchen und eine davon abgeben? Ach, die sind beide super. Aber ich denke, da ich jetzt so viele Regionen habe, wird die Ehre wahrscheinlich am besten sein. Okay, ja, ja, so machen wir das. <laughs> Imposant, geht in die Ablage, sei es drum. Und diese nehmen wir auf die Hand und dann ist diese Karte. Auch gespielt. Das waren ja jetzt alles nur Gratisaktionen. Fangen wir an mit der ersten Aktion von Aktivieren. Ich werde Dalmatia spielen. Bekomme eine Population. Darf eine Karte unterschieben. Und das wird der Sumpf sein. Okay. Aktion Nummer 2. Ich spiele den Wohlstand. Zuerst alle Spieler erhalten eine Karte vom Nachzugstapel. Das gilt auch für die Griechen und wenn diese eine ziehen dürfen, legen sie diese einfach nur auf die Ablage. Der zweite Effekt des Wohlstandes, ich kann wählen entweder Material oder ich möchte Population. Ich werde auf alle Fälle Bevölkerung nehmen für jede Region Karte im Spiel und da habe ich 1 2 3 diese untergeschobene zählt nicht dazu. Alle Karten, die untergeschoben sind, sind wie aus dem Spiel, solange sie halt untergeschoben sind. Deswegen drei Regionen, dreimal Bevölkerung. Sehr cool und damit ist diese Karte abgehandelt und geht in die Ablage. Letzte Aktion, die ich spiele. Natürlich, es wird die Ehre sein. Ich gebe drei Regionen auf und darf mir dann eine Ruhmkarte nehmen. Und ich habe drei Regionen im Spiel. Eins, zwei, drei. Mitsamt der untergeschobenen Karten wird jetzt alles auf die Ablage gelegt. Die Ehre erlaubt uns, die obersten beiden Karten anzusehen. Eine kennen wir schon, die hatten wir immer wieder zurückgelegt. Und für die andere haben wir jetzt Siegreich. Ha. Elf Siegpunkte, das ist natürlich heftig. Allerdings hat die Karte keinen weiteren Effekt. Sie kann nicht gespielt werden und kann auch nicht untergeschoben werden. Sie müllt uns quasi immer unsere Hand voll. Aber elf Siegpunkte, ich denke mal, ja, nehme ich auf alle Fälle mit. Was man hat, das hat man. Und die Karte geht erneut zurück. Die Karte geht direkt auf die Hand. Aber vielleicht kriege ich sie ja halt doch irgendwie in die Geschichte hinein. Über den Fluss zum Beispiel ist ja auch eine Variante, dass ich sie dann loskriege. Aber okay. Ehre ist gespielt. Das war die letzte Aktion. Einen Fortschrittsmarker muss ich noch platzieren. Diese Gefolgsleute bringen drei Siegpunkte und ich könnte am Ende noch Aufstandskarten ablegen. Da ich aber über Brot und Spiele das relativ gut im Griff habe, werde ich da nicht allzu viele Karten haben. Deswegen, ich werde es hier drauf platzieren. Vielleicht gelingt es mir ja, diese Gefolgsleute irgendwann mal zu rekrutieren. Räumen wir noch auf. Die Aktionsmarker bekommen wir wieder zurück. Dann werde ich meine Karten ablegen. Alle beide. Und ziehe Karte nach. Und da haben wir nur noch zwei Karten. Juhu, wir sind einmal durch. Das Deck bedeutet, die nächste Karte vom Volksstapel kommt. Und dann sage ich, Ave wir haben ihn endlich. Und da wir jetzt diese Karte dem Ablagestapel hinzugefügt haben, entwickeln wir uns zu einem Imperium. Heißt, wir nehmen die Statuskarte und drehen sie auf die andere Seite. Gesagt, getan, die Römer haben sich endlich zu einem Imperium entwickelt. Das nächste Mal, wenn wir wieder durch unseren Nachzugstabel durch sind, bekommen wir natürlich keine Karte hier vom Völkerstabel, sondern wir bekommen eine Karte vom Entwicklungsstabel. Diese Karte können wir uns aber aussuchen. Deswegen ganz vorteilhaft, wenn ihr euch vor dem Spiel eure Entwicklungskarten mal anschaut, was es da für Möglichkeiten und Optionen gibt. Des Weiteren Entwicklungskarten könnt ihr dann nur hier hineinbringen, wenn ihr auch die Kosten bezahlt. Auf jeder Karte sind entsprechende Kosten hinsichtlich von Material, Bevölkerung und sowas. Wenn ihr diese bezahlen könnt, kriegt ihr auch diese Karte. Aber auch nur wieder eine je Runde heißt, kommt dann auch wieder eine Schöpfungsmarke auf den Stapel. Jetzt kann ich mir das sparen, denn der Völkerstapel ist leer. Nehmen wir noch unsere Ablage. Immer noch ein großes Deck. Es könnte halt schwierig werden, da schnell durchzukommen. Ich werde jetzt wahrscheinlich... Öfters mal Karten in die Geschichte bringen oder unterschieben. Vor allen Dingen solche, die ich nicht verwenden kann. Und dann haben wir Wohlstand. Wir haben den Fluss. Da kriege ich schon mal eine los, wenn ich eine in der Ablage hätte. Ach verdammt. Und wir haben Eroberung. Die Griechen machen weiter. Und sie haben eine 3. Okay, fangen wir mit dieser Karte an. Geht wieder los mit Aufstand. Dann nochmal Aufstand, dann wird ein schneller Zug. Und dann haben wir eine mit einem Unendlich-Zeichen. Das wissen wir schon. Diese gehen ganz normal in die Geschichte. Und zu guter Letzt Nummer 5. Wir haben. Okay. Die hat überhaupt kein Symbol, das heißt, es wird wieder der letzte Effekt ausgeführt. Und dieser besagt, aus drei Populationen einmal Gefolge, hat er aber nicht, dann zwei Material, eine Zivilisiert-Karte. Material hat ja noch sechs, weil das ist ein Fünfer. Und da machen wir, geben wir eins, zwei, drei zurück und nehmen uns das Fünfer raus. Und jetzt bekommt er eine Zivilisiert-Karte. Es ist auf alle Fälle ein Erwerben und ich habe nur diese zivilisiert Karte. Das heißt, diese geht drauf. Erwerben heißt Aufstandskarte, geht mit drauf. Wir ziehen eine neue Karte nach. Eine Region, kommt keine Aufstandskarte dazu. Und diese Karte wird abgelegt. Wir sind schon wieder durch. Legen wir noch den Fortschrittsmarker hier drauf. Hm, langsam sehr attraktiv diese Karte. Schieben das vor. Und dann 1, 2, 3, 4. Ach, immer noch eine Karte im Zugstabe. Sehr schön. Sonnenwende, ich darf eine Karte ablegen. Jetzt kommt doch der Fluss noch gut zum Tragen. Dann werde ich die Minor ablegen. Denn die Barbarenkarte nützt mir jetzt eh nichts mehr. Und was mache ich dafür? Ja, ich ziehe wieder eine Karte nach. Ich denke mal, das könnte hell. Oh, oh. Die würde ich auch gerne in die Ablage hineinbekommen. Hm. Kriege ich eigentlich relativ schnell. Denn Brot und Spiele. Na klar. Legen wir diese hier hinein. Irgendwelche Aufstandskarten habe ich nicht, die ich jetzt zurücklegen kann und damit endet die Sonnenwende und wir sind wieder direkt mit unseren Aktionen dran und ich werde auch aktivieren, um Aktionen zu spielen. Ich beginne meine erste Aktion, obwohl es ist keine richtige Aktion, es ist nämlich eine Gratis-Aktion mit Chlorreich. Denn jetzt bin ich ein Imperium und kann kostenfrei eine Karte entwickeln. Übrigens, sollte auf eurem Entwicklungsstapel jetzt ein Erschöpft Marker liegen, dann dürft ihr diesen Effekt dennoch ausführen. Dieser Marker soll nur verhindern, dass, wenn ihr schneller durchs Deck kommt, dass ihr diesen Effekt mehrfach ausführen könnt. Und jetzt. So, ich mir eine Karte aus. Ich habe mir die natürlich schon vorher angeschaut. Ich möchte gerne die Legionen haben. Diese Karte geht erstmal in die Ablage. Das heißt, es ist die einzige Karte, die ich nicht direkt bekomme. Kostenfrei, das heißt, ich muss diese Entwicklungskosten nicht bezahlen. Dreimal Population schon mal gespart. Und sie hat einen coolen Effekt. Wenn diese Karte. Im Spiel ist dann ist mein Handlimit um 1 erhöht. Dadurch kriege ich immer eine Karte mehr. Sehr cool. Und meine Eroberungskarte ignoriert das Barbarensymbol. Das heißt, ich kann sie dennoch weiterhin verwenden. Eine sehr, sehr coole Entwicklungskarte. Dauert aber eine Weile, bis wenn sie wieder ins Spiel kommt. Das war glorreich. Danach geht diese Karte in die Geschichte. War aber eine sehr, sehr coole Karte. Okay, ich habe immer noch meine drei Aktionen. Und für meine erste Aktion spiele ich, jo, ich spiele den Fluss und damit kann ich jetzt eine Karte, wenn ich möchte, in die Geschichte legen. Allerdings muss es eine vom Ablagestapel sein. Oh, ja, es wird schon siegreich sein, die brauche ich sonst nicht, deswegen rein damit in die Geschichte. Damit ist sie nicht mehr gesehen, zählt aber am Ende meine Siegpunkte auf alle Fälle mit. Danach soll ich eine Karte vom Marktplatz ins Exil schicken. Da habe ich nicht wirklich die Wahl, denn überall sind Plättchen drauf, mit Ausnahme hier dieser Regionskarte. Das Cup geht ins Exil, nächste Karte kommt nach, eine Zivilisiert-Karte und bringt einen Aufstand mit sich. Der letzte Effekt: Ich darf auch noch eine Karte unterschieben und das wird bei mir Eroberung sein. Ich kann sie nicht verwenden aufgrund des Barbarensymbols. Irgendwann schon, aber dafür muss erstmal die Legionskarte ins Spiel gebracht werden und so lange ist diese Karte für mich nutzlos und deswegen schiebe ich sie erstmal unten drunter. Okay, jetzt habe ich noch eine zweite Aktion und dann hört das Ganze bei mir schon fast auf, aber ich kann ja noch eine Karte nachziehen. Über Wohlstand ziehen wir eine Karte nach. Okay, Julius Cäsar. Die Griechen machen das auch. Damit ist der Zugstapel erstmal aufgebraucht. Der zweite Effekt von Wohlstand: Ich bekomme entweder Material, würde ich zwei bekommen, oder einmal Bevölkerung, eine Region. Ja, ich nehme die Bevölkerung. Das zählt auf alle Fälle, denke ich mal, Mehrwert. So, jetzt habe ich noch eine Aktion. Ich habe noch Julius Cäsar, der hat aber eine Gratisaktion, verbrauche ich also nicht. Ich werde es auf alle Fälle spielen, warum auch nicht. Und zwar wähle. Entweder ziehe ich zwei Karten oder ich darf eine Region bzw. ein Gefolge erwerben. Und danach geht Julius schon in die Geschichte. Und ja, viel hat er nicht bewirkt. <laughs> Was soll's? Okay, dann würde ich sagen, ich hole mir eine Karte. In Gefolge oder Regionen. Jetzt ist mir schon wieder ein kleiner Fehler aufgefallen. Und zwar an dieser Stelle dürfte eigentlich überhaupt keine Gefolgskarte liegen, denn erst wenn der Stapel hier oben leer ist, wird von diesem Stapel gezogen. Deswegen werde ich das wieder ja, abändern. Das heißt, die Karte lege ich wieder zurück oder mische sie am besten ein. Und dann fülle ich diese Karte erstmal hier mit diesem auf und werde diese zwei Fortschrittsmarker wieder da drauf platzieren. Und dadurch wird meine Entscheidung leider etwas verringert. Da habe ich nämlich nur noch diese beiden Karten. Hier ist das korrekt mit dem Gefolge, weil der Stapel leer ist. Ich denke mal, aufgrund der Punkte werde ich, ja, werde diese Gefolge nehmen zusammen. Mit dem Aufstand, weil es war ein Erwerb. Dann ziehen wir jetzt die Karte nach und wir haben eine unzivilisierte Karte und diese bringt eine Aufstandskarte mit sich. Noch leider über diese Karte kann ich meine letzte Aktion nicht aufbrauchen, denn diese Karte kann nicht gespielt werden. Ich könnte jetzt den Aufstand spielen, aber das würde mich Ressourcen kosten. Und wozu? Ich habe ja Brot und Spiele, da kriege ich die Karte eh los, deswegen. Die letzte Aktion lasse ich einfach verfallen. Die Wohlstandskarte muss auch noch in die Ablage. Ein Fortschrittsmarker muss ich noch platzieren. Auch ich mache ganz einfach mal diese Oase ein klein wenig attraktiver. Räumen wir noch auf. Aktionsmarker gehen zurück. Karten lege ich beide ab. Brauche ich nicht. Ziehe auf. Fünf Karten. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ach, kriege. Jetzt so, auf alle Fälle noch nicht meine Region für erneut eher zusammen, aber ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten. Die Griechen sind wieder am Zug und da haben wir eine 4. Die Karte wird nicht gespielt und wir beginnen mit Diplomatie. Das ist eine zivilisiert oder unzivilisiert Karte, aber ansonsten keine weiteren Effekte und daher wieder der untere Effekt Population reicht nicht brauche drei danach zwei Material die hat er auf alle Fälle noch und bekommt erneut eine zivilisiert Karte und da hat er zwei Optionen beide sind fünf Siegpunkte wert allerdings sind hier zwei Marker drauf das heißt er wird sich diese zwei Marker schnappen er wird sich den Geldverleiher schnappen bekommt noch einen Aufstand oben drauf und dann füllen wir auf die letzte Karte und da haben wir Söldner und die bringen auch einen Aufstand mit sich und die Karte legen wir in die Ablage. Nächste Karte der Griechen. Aufstand geht weg. Dann haben wir Glücksspiel erneut. Kein weiterer Effekt. Ist also wieder die letzte Verhaltensweise der Griechen. Und so langsam durchschaut man dann auch die Verhaltensweise dieses Volkes. Am Anfang haben sie halt über Fortschritt ganz viele unzivilisierte Karten gesammelt, die sie jetzt im Imperium umwandeln in bessere Karten. Und erneut zwei Material, weil immer noch keine drei Populationen, für eine Zivilisiert-Karte. Erneut zwei Optionen, erneut zweimal fünf Punkte, doch diesmal überhaupt kein Plättchen drauf. Das heißt, die Wertigkeit ist tatsächlich gleich. Und da geht es immer vom geringsten Zahlenplättchen her. Somit nimmt er sich diese Exportgeschäfte-Karte. Diese füllen wir auf. Und wir haben ein Gefolge, bringt Aufstand mit sich. Und diese Karte... Geht in die Ablage. Letzte Karte, aber der Nachzugstapel hat sich wieder gut gefüllt. Ha, wir haben die Olympischen Spiele. Das ist die Karte, wodurch die Griechen zum Imperium wurden. Doch jetzt im Spiel hat diese Karte überhaupt keine große, besondere Relevanz. Es gibt keine Symbole, auch der Text wird auf der Verhaltensweise nicht erwähnt. Das heißt erneut, die letzte Verhaltensweise kommt zur Anwendung. Doch irgendwann sind auch mal alle Rohstoffe aufgebraucht. Nicht genug Population, nicht genug Material. Danach wird noch geprüft, ob gegebenenfalls eine Aufstandskarte in der Ablage liegt. Die würde nämlich dann zurückgelegt werden. Auch das ist nicht der Fall. Somit gibt es nur noch mal einen Fortschrittsmarker. Und danach wandert die Karte, die das Ganze ausgelöst hat, also die Olympischen Spiele, in die Geschichte und ist erstmal nicht mehr gesehen. Und dies war die letzte Aktion der Griechen. Wir legen noch das Blättchen auf die passende Karte, schieben alles nach und dann füllen wir wieder auf. Oh, reicht es? Reicht es? Ja, es reicht gerade so. Immer noch keine weitere Entwicklung. Die Sonnenwende ist an der Reihe. Ich möchte in der nächsten Runde, wenn möglich, Ehre spielen. Da kriege ich noch mal eine Ruhmkarte. Eine Region habe ich schon, eine kann ich noch spielen. Brauche ich nur noch eine. Und über Rom kann ich eine Karte austauschen, denn eine muss ich ablegen, wenn ich es spiele, und das möchte ich, denn Orakel nützt mir eh nichts mehr aufgrund des Barbaren-Symbols. Barbarensymbols, sondern kann ich eine Karte nachziehen und da haben wir eine Region. Hand habe ich noch einige im Stapel. Okay, jetzt muss ich über Brot und Spiele aber <laughs> noch eine ablegen. Ach, verdammt. Was lege ich ab? Über Wohlstand könnte ich noch eine Karte dann. Im Spiel ziehen. Allerdings kriege ich dann nicht mal alle Regionen gespielt, um die Ehre auslösen zu können. Ja, und die Region habe ich schon. Noch. Dann legen wir den Wohlstand ab für Brot und Spiele. Auf der Hand habe ich keine Aufstandskarte, aber ich erinnere mich in der Ablage, etwas zu haben. Ja, hier haben wir eine Aufstandskarte. Diese geht wieder zurück. Beginnen wir unseren Zug mit Aktivieren. Ich möchte eine Aktion spielen. Ich möchte diese Region ins Spiel bringen. Bringt mir einmal Bevölkerung. Eine Karte möchte ich nicht unterschieben, denn die Karten gefallen mir alle. Denn für meine zweite Aktion wird die nächste Region. Und zwar diese ins Spiel gebracht. Bringt mir einmal Material. Und meine letzte Aktion. Wie erwähnt, ich werde die Ehre einsetzen. Drei Regionen aufgeben, das ist es auf alle Fälle wert. Alles in die Ablage und erneut bekomme ich eine Ruhmkarte. Eine kennen wir bereits, die ist seit Anfang des Spiels immer wieder zurückgewandert und zwar atemberaubend. Und die zweite zur Wahl ist ehrforscht gebietend. Uh, ist wieder besser als atemberaubend. Die ist der absolute Burner. Wenn diese im Spiel ist, dann ist mein Handkartenlimit um 1 erhöht. Damit komme ich noch schneller durch mein Deck und kann mich noch schneller weiterentwickeln. Und das in Kombination gegebenenfalls mit den Legionen. Oh, auf alle Fälle. Ich nehme diese Karte und <laughs> diese erneut zurück. Nehmen wir diese auf die Hand. Die geht in die Ablage. Das waren meine drei Aktionen. Ich kann aber über Imposant. Ja, <laughs> na klar. Eine Gratis-Aktion, erhalte eine weitere Aktion, also eine Karte kann ich noch spielen und dann darf ich diese Karte in die Geschichte legen. Ja, möchte ich das, wenn ich jetzt ein erhöhtes Handlimit habe? Eigentlich nicht. Ich sollte nur nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, denn die Karte ist in der Geschichte am Ende mehr Siegpunkte wert, als wenn sie irgendwo anders ist. Deswegen, ja, das Timing ist dann wichtig, aber ich denke mal, ich lasse sie noch ein bisschen... Hier und für die Gratisaktion bringe ich natürlich diese Karte ins Spiel. Diese bleibt im Spiel und erhöht nun permanent mein Handkartenlimit. Das war doch mal äußerst effektiv. Okay, Ende des Zuges. Wir müssen noch ein Fortschrittsplättchen platzieren. Wo lege ich es hin? Ich denke mal, ich werde erneut die Oase noch wertvoller machen. Räumen wir noch auf. Aktionsmarker gehen wieder zurück. Karten muss ich nicht ablegen, habe ich keine mehr. Ziehen wir nach bis zu... Sechs Karten, zwei habe ich noch. Ach, oh, da wären noch mal zwei Regionen gewesen. Da war ja alles safe, dass ich das mit der Ehre hinbekomme. Und jetzt Kartenstapel leer. Hier ist nichts mehr. Wir sind ja schon im Imperium, heißt, ich kann wieder eine Karte entwickeln. Material, Population habe ich jede Menge. Hm. Dreiern ist sehr cool, er bringt mir am Ende nochmal extra Siegpunkte für Populationen. Die sammle ich ja eh schon. Aber ich habe noch ein wenig Zeit. Ich denke mal, ich möchte gern den römischen Senat haben. Das kostet mich vier Material. Habe ich genug? Zwei, drei, vier. Einmal Erschöpfung hier drauf und dann mischen wir diesen Stapel neu. Okay, ziehen wir noch vier Karten. Wir haben, das ist das Senat schon. Ach, Orakel nützt nichts. Eroberung nützt uns auch noch nichts. Und dann haben wir noch eine Region. Die Griechen sind wieder an der Reihe. Mal sehen, was sie machen. Wir haben eine 5. Diese Karte geht raus. Und dann haben wir die Ehre. Die hatten wir eine Weile nicht. Das ist eine Karte, die spezifisch ist. Der Automa will drei Regionen aufgeben, kann er aber nicht, hat er nicht, um eine Ruhmkarte zu erhalten und deswegen bekommt der Automa für die Ehre zwei Fortschrittsmarke, welche ich direkt platziere und diese Karte geht auf die Ablage. Karte Nummer zwei. Wir haben eine Aufstandskarte, die können wir ablegen. Dann haben wir eine Angriffskarte. Bei dieser Karte ist mir ein Fehler unterlaufen beim letzten Mal, als ich sie für die Griechen im Imperium angewendet habe. Aber ich kann es ein klein wenig rückabwickeln. Als erstes der Autor bekommt eine der Karte aus dem Marktplatz, die er erwirbt. Und danach steht: Du ziehst. Eine unendlich Karte zurück. Und da hatte ich das letzte Mal eine Karte vom Automa genommen. Aber es ist dick geschrieben, es steht das Wort Du drauf und damit ist immer der Spieler gemeint. Das heißt, er drängt uns tatsächlich zurück und ich hätte eine Karte ablegen müssen. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine relevante Karte im Spiel war, ob ich sie zurückziehen könnte. Ich kann es jetzt nicht rückabwickeln. Ich werde es jetzt so machen, dass ab jetzt ich mich auf alle Fälle von einer Karte zurückziehen werde und eine Karte zusätzlich noch jetzt ablegen werde von diesen unendlich Karten. Des Weiteren werde ich dem Automa seine Karte wieder zurückgeben, von der er sich zurückgezogen hat. Erwerben wir noch eine Karte, nehmt er sich die wertvollste. 1, 5, 5, 2, 4, die 2 wäre das auch vollkommen egal, die beiden sind 5 und dann geht er weitesten links. Somit diese oben drauf. Diese oben drauf ist einer werben. Wir füllen wieder auf und haben eine Region. Da kommt keine Aufstandskarte drunter. Ziehen wir uns noch zurück. Das wird Brot und Spiele sein. Für diesen Effekt, für den vergangenen Effekt werde ich jetzt doch nicht rückabwickeln, denn die Karte geht auf die Hand und ich hätte wahrscheinlich dann die Stadt Rom genommen und ich hatte ja einen Zug gehabt, wo ich sogar eine Aktion verschwendet habe, und dann hätte ich sie auch wieder herausgebracht. Tatsächlich rückabwickeln kann ich es jetzt nicht. Ich hoffe, ich kann das ein klein wenig damit kompensieren. Fehler passieren, das hatte ich schon mehrfach erwähnt. Und wenn euch noch mehr Fehler auffallen, dann einfach rein damit in die Kommentare, bin ich immer dankbar, denn das Ganze ist ein lernender Prozess. Karte ist gespielt, geht in die Ablage. Eine Karte haben wir noch und oh, haben noch eine Aufstandskarte. Die geht einfach nur zurück. Das wandert hier vor und ja, jetzt werden die Karten aufgebraucht. Eins. 2, das heißt, der Automa bekommt jetzt eine weitere Dynastiekarte. Ziehen wir die Dynastiekarte für den Ablagestapel. Okay, die Philosophie. Und ihr seht, ich habe die Regionskarte wieder zurückgelegt. Ich glaube aber nicht, dass es das für die Griechen noch einen erheblichen Einfluss haben wird. Neue Karte, Ablage. Wir mischen alles gut zusammen. Das Deck der Griechen ist jetzt auch schon ein klein wenig voller. So schnell werden sie sich nicht entwickeln. Ich hoffe, dass ich da jetzt ein klein wenig dran vorbeikomme. Okay, und dann haben wir noch eine und noch eine und das war's für die Griechen. Die Sonnenwende über die Stadt Rom. Ich werde eine Karte ablegen. Das wird sein, ja, welche wird das sein? Ich werde das Orakel ablegen und werde aber keine Karte nachziehen. Ich habe eh nicht so viele Aktionen und nehme mir stattdessen einmal Bevölkerung. Meine erste Aktion, ich werde wieder aktivieren wird der römische Senat sein? Ich darf als erstes eine Zivilisiertkarte erwerben. Im Markt gibt es da nur eine, ja, die Söldner zusammen mit der Aufstandskarte. Füllen wir wieder auf. Oh, wir haben noch eine Region. Erneut kein Aufstand drunter. Die zwei neuen Karten gehen auf die Hand. Und über den Senat darf ich jetzt sogar eine Karte von meiner Hand in die Geschichte legen. War vielleicht doch nicht so intelligent, das Orakel wegzulegen. Hätte nämlich dort genauso gut Platz gefunden. Jetzt wird es bei mir die Eroberungskarte sein. Auch wenn ich sie vielleicht in Zukunft über die Legionen spielen kann, würde das mich immer zwei Bevölkerung kosten, diese Karte anzuwenden. Und das habe ich eigentlich nicht vor. Und deswegen glaube ich eher, dass ich Eroberung nicht spielen werde. Und deswegen geht sie raus aus meinem Deck. Der senat ist gespielt geht in die ablage zweite aktion ich bringe wieder brot und spiele ins spiel habe jetzt eine aufstandskarte macht auf alle Helle sinn und falls die griechen wieder angreifen hätte ich wieder eine karte von der ich mich zurückziehen kann ich habe nur noch eine aktion das werde ich wie folgt machen ich spiele die söldner als gratis aktion und zahle Einmal Bevölkerung, um noch eine Aktion zu erhalten. Und dafür werde ich gleich diese Regionskarte ins Spiel bringen für diese zusätzliche Aktion. Die bringt mir wieder eine Bevölkerung, hebt sich quasi auf. Aber damit habe ich eine Aktion gespart und eine Region mehr im Spiel. Und dann brauche ich ja nur noch eine Aktion zu spielen. Und das wird, das wird der Sumpf sein. Bekomme ich nochmal zwei Materialien, muss aber eine Karte vom Markt ins Exil schicken. Was nehme ich da? Ich denke mal, mit der Karte kann man nicht mehr viel anfangen. Die geht ins Exil. Und dann füllen wir auf. Wir haben die Asyrer und bringen einen Aufstand mit. Dies war dann auch die dritte Aktion. Karte unterschieben möchte ich nicht. Material gebe ich mir noch. Und damit sind wir durch. Platziere ich nur noch ein Fortschrittsplättchen. Vom Markt interessiert mich persönlich die Asyrer-Karte sehr. Stark, denn sie hat einen coolen Effekt. Aber sie ist drei wert. Jetzt ist die Frage, wenn ich das Blättchen jetzt da drauf lege, ist sie vier wert und damit am teuersten gemeinsam mit dieser Oase. Und dann würde wieder für den Griechen diese Karte genommen werden. Deswegen wird dieses Fortschrittsblättchen nicht da drauf platziert und ich mache die Oase noch attraktiver für die Griechen. Räumen wir noch auf. Aktionsmarker gehen wieder zurück. Ich werde beide Karten ablegen. Mein Handlimit ist bei 6 und da bekommen wir den Fluss, die Menor, Razzien, die Ehre, sehr schön. Imposant und die Legionen. Oh. Mal sehen, wie ich meine Aktionen dafür anwende. Was machen die Griechen in der Zeit? Sie haben ein prall gefülltes Zugdeck und eine 4. Können wir die Würfel gleich liegen lassen. Fangen wir an. Die Geldverleiher. Verhaltensweise für eine Imperiumkarte. Falls möglich, erwirb eine zivilisiert oder unzivilisiert Karte. Wir haben zweimal unzivilisiert. Zwei Siegpunkte, auch zwei Siegpunkte. Ja, ist vollkommen egal. Also gehen wir ganz nach links. Ein Fortschrittsmarker. Und diese beiden Sachen gehen hier oben drauf. Und dann füllen wir wieder auf mit einer zivilisierten Karte, welche einen Aufstand mitbringt. Und diese Karte geht in die Ablage. Nächste Karte ist ein Aufstand. Dann bekommen wir. Okay. Für diese gibt es keine spezifische Anweisung, somit nehmen wir die letzte Verhaltensweise und die besagt wieder bei drei Populationen eine Gefolgskarte, bei zwei Material eine Zivilisationskarte, alles das haben die Griechen nicht in ausreichender Menge, dann wird geprüft, ob im Ablagestapel eine Aufstandskarte liegt, auch da ist keine und somit bekommen die Griechen zwei Fortschrittsmarker, das sind auch zwei Siegpunkte, auch schlecht und die Karte geht in die Ablage. Halt, kleine Korrektur, habt nochmal nachgelesen. Es sind nicht zwei Fortschrittsmager, sondern nur einer, aber immerhin trotzdem ein weiterer Siegpunkt für die Griechen. Und dann haben wir noch die letzte Karte. Das ist genau das gleiche Prinzip, auch hier keine spezifische Anweisung. Und dann ist das jetzt halt noch ein weiterer Siegpunkt und die Karte geht in die Ablage. Schieben wir zurück, füllen wir das Ganze wieder auf. 4 und 5. Okay, wir sind wieder an der Reihe. Sonnenwende. Ich werde zuerst Rom aktivieren, eine Karte ablegen und eine andere Karte dafür nachziehen. Da haben wir Wohlstand oh, auch nicht schlecht. Dann Brot und Spiele. Da muss ich eine Karte ablegen. Jetzt ist auch die Qual dabei. Schlecht. Ja, es werden die Menor sein, klar. Kann ich eh nicht spielen. Aufgrund des barbaren Symbols geht diese weg. Und dann darf ich eine Aufstandskarte. Dort habe ich keine, aber in der Ablage habe ich auf alle Fälle eine. Diese geht wieder zurück. Dann spielen wir doch einige Karten. Ich fange mal an mit dieser Regionskarte. Die bringt mir einmal Material. Sehr, sehr cool. Und das war die erste Aktion. Aktion Nummer 2. Wohlstand wird gespielt. Alle Spieler dürfen eine Karte nachziehen. Da haben wir die Sumerer. Die Griechen machen das auch. Dafür nehmen sie die oberste Karte und legen diese einfach ab. Der zweite Effekt von Wohlstand. Für jede Region bekomme ich einmal Bevölkerung. Ich habe ein, zwei, drei Regionen. Diesen Effekt wende ich an und damit bekomme ich noch mehr Leute. Sehr cool. Und diese Karte geht gespielt in die Ablage. Eine Aktion habe ich noch. Oh, klar. Dafür habe ich gespart. Das wird erneut die Ehre sein. Diese drei Regionen gehen zurück. Und ich bekomme erneut eine Ruhmkarte. Was gibt es da Schönes? Eine kennen wir mal wieder. Und oh, das ist schon die letzte Karte. Oh, nochmal siegreich. Oh, das sind nochmal elf Siegpunkte. Ich glaube, den Sack mache ich zu. Diese nehme ich und diese geht dann wieder zurück. Würde ich die Ehre das nächste Mal spielen, da liegt nur noch eine Karte, dann darf ich nur so viele Karten ziehen und ansehen, wie verfügbar sind. Also dann müsste ich dann diese verbliebene Karte dann auch nehmen. Siegreich somit hier hin. Das waren meine drei Aktionen, aber über imposant kann ich mir noch eine Aktion geben über eine Gratisaktion Karte will ich noch nicht in die Geschichte legen, aber bald, bald wird es soweit sein. Aber für die letzte Aktion, die ich mir jetzt gegeben habe, werde ich die Legionen ins Spiel bringen, um mein Handlimit nochmal zu erhöhen und in Kombination mit dieser ist das natürlich richtig fett habe ich jetzt sieben Handkarten noch bevor ich diese aufziehe muss ich erstmal ein Fortschrittsplättchen platzieren und dieses lege ich verteilen wir das jetzt mal auf die Regionen fangen wir einmal die Küste ein wenig attraktiver zu machen räumen wir noch auf Aktionsmarker gehen zurück ich glaube der erschöpftmarker hätte schon letztes Mal zurückwandern können und dann möchte ich die beiden Karten ablegen die helfen mir eh nicht und jetzt kann ich bis zu sieben Karten ziehen. Hab nur noch eine. Bedeutet, ich kann wieder entwickeln. Schaue ich mal durch. Was hätte ich denn gern? Römische Invasion. Ja, warum auch nicht? Es sind ein paar attraktive Regionskarten dabei. Ich werde sie mal nehmen. Und diese wieder hierhin. Aber kostet mich Drei Bevölkerung. Okay, ich hoffe, es war es das auf alle Fälle wert, aber ich glaube schon. Wir nehmen die Ablage, mischen gut durch. Darf noch sechs Karten nachziehen. Ich komme relativ schnell jetzt durch das Deck. Deswegen, ich muss versuchen, auch imposant jetzt wirklich beim nächsten Mal in die Geschichte zu bringen, damit es die meisten Siegpunkte bringt. Orakel, nicht wirklich hilfreich. Na, da haben wir schon imposant. Ehre ja, schon wieder. Sumera. Siegreich hilft nicht. Und jetzt haben wir die römische Inversion. Sieben Karten, das passt. Was machen die Griechen? Und sie haben eine 3. Fangen wir wieder von vorne an. Wir haben die Bildung, eine Imperium-Karte. Da möchten sie eine zivilisiert oder unzivilisiert Karte erwerben. Dann gibt es diese beiden. Zwei Siegpunkte wert. Ja, fünf ach, fette Punkte für die Griechen. Das ist schlecht. Und wir füllen wieder auf mit einem Aufstand. Und diese Karte geht in die Ablage. Nächste Karte, Aufstandskarte, geht raus. Und dann haben wir Fortschritt. Dieses Mal ist der Fortschritt anders als noch auf der Barbaren-Seite, denn hier gibt es den Fortschritt jetzt nicht mehr. Tatsächlich wird jetzt dieses barbaren angewendet, heißt die oberste Karte vom Zugstapel wird abgelegt, eine Aufstandskarte, und dann geht diese Karte in die Geschichte, also jetzt tatsächlich raus. Und dann haben wir noch eine letzte Karte und da haben wir noch mal eine Gefolgskarte. Auch hier wieder kein Symbol dafür. Anderen Effekt. Und da wissen wir schon, nicht genug Population, nicht genug Material. Oh, aber diesmal eine Aufstandskarte, die in der Ablage liegt und diese geht zurück. Und daher konnten sich die Griechen von einem Aufstand entledigen, bekommen aber keinen extra Siegpunkt. Okay kleine Ergänzung bzw. Korrektur und das passiert halt immer, wenn man denkt, man weiß schon die Verhaltensweise aus dem Kopf und nicht immer nachliest, ist mir jetzt doch noch aufgefallen und zwar bei dieser letzten Anweisung und zwar wenn irgendeine Karte erworben wird oder die Aufstandskarte dann abgelegt wird, dann ist das korrekt, dass die Karte in die Ablage geht. Allerdings, wenn das letzte ausgeführt wird, das heißt, wenn es den Fortschrittsmarker gibt, weil alles andere nicht möglich ist, dann geht die auslösende Karte nicht in die Ablage, sondern in die Geschichte. Und das ist mir bei zwei Karten auf alle Fälle passiert, aber die kann ich noch in die Geschichte legen. Einmal das Glücksspiel und einmal diese Gefolgskarte, die hatte das jeweils ausgelöst gehabt, die geht in die Geschichte. Und somit wird das Deck natürlich für die Griechen auch wieder geringer. Ihr seht also, es können sich immer kleine Fehler einschleichen. Das Problem bei dem Spiel ist, dass diese kleinen Fehler teilweise auf die Mechanik des Volkes erhebliche Einflüsse haben können. Das heißt, wenn es euch auffällt und ihr könnt es rückabwickeln, macht es irgendwie. Ansonsten spielt es einfach weiter und beim nächsten Mal versucht ihr diesen Fehler zu vermeiden. So, des Weiteren. Hier gibt es einen Fortschrittsmarker, wir sind durch und in der letzten Runde hatte ich hier, war die vier auch einen Marker vergessen. Das muss ich auch noch nachholen. Und jetzt sind wir durch, in der Hoffnung, jetzt alle Fehler wieder korrigiert zu haben. Und jetzt spielen wir einfach weiter und füllen die Kartenhand der Griechen wieder auf. Die Sonnenwende ist an der Reihe. Eine sehr spannende Kartenhand, die ich hier habe. Die Stadt Rom. Ich werde siegreich als Karte ablegen und werde, ja, ich denke mal schon, eine Karte nachziehen. Ach, die bringt mir auch nicht wirklich etwas. Brot und Spiele ist noch dran. Jetzt habe ich einige Karten, die ich nicht wirklich verwenden kann. Ja, okay. Oh, legen wir das Orakel in die Ablage. Ansonsten eine Aufstandskarte habe ich nicht. Kann ich also den Effekt nicht weiter anwenden. Wir sind wieder dran. Ich werde aktivieren und werde eine Aktion spielen. Und das wird bei mir die römische Invasion sein. Ich darf auf alle Fälle eine Region oder ein Gefolge erwerben. Ich denke mal, ich werde mir jetzt endlich die Oase nehmen. Da habe ich ganz viele Fortschrittsmarke angespart. Das sind fünf Siegpunkte. Die sollte ich mir auf alle Fälle nicht durch die Lappen gehen lassen. Die Karte geht auf die Hand und wir füllen eine neue Regionkarte auf und da haben wir okay den Hügel. Ergänzend. Über die römische Invasion müssen alle anderen Spieler jetzt eine Region aufgeben. Die Griechen haben noch eine Region und die geht jetzt auf den Abwurfstapel. Dies war die erste Aktion. Aktion Nummer zwei. Ich werde die Oase ins Spiel bringen. Eine Karte vom Markt ins Exil schicken werde ich gleich machen und eine Karte unterschieben. Ja, das wäre dann... Oh. Die Minor sein, die werde ich erstmal nicht benötigen. Ins Exil schicke ich diese Angriffskarte, dann stört sie nicht mehr und dann schauen wir mal, ob ich den Aufstand weglegen muss. Nein, können wir liegen lassen für eine unzivilisiert bzw. zivilisiert Karte. Das war die zweite Aktion. Es ist natürlich guter Rat, teuer. Was mache ich? Ich nehme mal den Wohlstand, da kann ich noch eine Karte nachziehen. Für meine letzte Aktion und mal sehen, was ich bekomme. Ach, noch mal Wohlstand. Das hilft nicht wirklich. Der Wohlstand sorgt auch dafür, dass die Griechen eine Karte nachziehen und legen diese ab. Und dann geht diese Karte in die Ablage, bringt uns für jede Region noch mal eine Population. Eine Region habe ich, somit ein weiterer Marker. Und das war auch meine letzte Aktion. Ich habe noch imposant... Aber nicht wirklich eine Karte, die ich jetzt dafür aktiv verwenden möchte. Und deswegen werde ich meinen Zug an dieser Stelle beenden. Markieren wir wieder eine Karte mit einem Fortschrittsblättchen. Ich denke mal, sparen wir uns jetzt die Küste zusammen. Und zu guter Letzt räumen wir noch auf. Aktionsmarker zurück, erschöpft Marker zurück. Welche Karten lege ich ab? Eine Region habe ich. Das ist nicht viel für die Ehre. Dennoch, ich habe eine große Kartenhand. Nachher vielleicht kommen ja noch zwei Regionen hinein. Das heißt, ich werde die Karte ablegen. Ich werde Wohlstand ablegen. Imposant lasse ich mal, falls ich doch noch eine extra Aktion benötige. Heißt, fünf Karten werden nachgezogen. Haben wir die Söldner. Eine Region, noch eine Region, das läuft. Und wir haben den römischen Senat, 2, 4, 6, oh, eine Karte darf ich sogar noch. Und da haben wir oh, noch eine Regionskarte. Was machen unsere Nachbarn in Griechenland? Und eine Sechs, oje, oh sie haben fünf Karten ausgeführt. Fangen wir mit dieser an. Eine Angriffskarte. Das ist schlecht, denn die Griechen erwerben jetzt eine Karte. Egal welche, wird die teuerste sein. Wir haben 1, 3, 3, 3 und gar nichts. Und damit. Es ist eine Werben, kriegen Sie auch die Aufstandskarte. Die Karte geht in die Ablage und ich muss mich noch von einer Unendlich-Karte trennen und mich zurückziehen. Und da werde ich Brot und Spieler. Werde ja, ich erstmal wieder zurück auf die Hand nehmen, brauche ich erstmal nicht, habe ja keine Aufstandskarte erhalten. Zweite Karte. Wir haben eine Imperiumkarte, den Tempel, noch vorher, ich muss noch die Lücke auffüllen, da haben wir eine Regionskarte. Über diese Karte wird jetzt eine zivilisiert oder unzivilisiert Karte erworben. Da gibt es nur diese beiden, die ist 1 wert, die ist 3 wert, das heißt zwei Fortschrittsmarker. Diese Karte geht oben drauf, diese Karte geht oben drauf und hier füllen wir auf und ein Aufstand kommt mit dazu und diese Karte geht in die Ablage. Dritte Aktion. Ja, bekommen, ach, erneut eine Angriffskarte. Und da holen sich die Griechen die Gen 5 Siegpunkte. Das ist eine sehr coole Karte. Erneut das Handlimit um 1 erhöht. Das wäre perfekt für mich. Aber ja, diese haben sie sich unter den Nagel gerissen. Und erneut eine unzivilisierte Karte. Die geht in die Ablage. Und erneut muss ich mich zurückziehen. Und da ich zwingend Ehre nachher spielen möchte, ja, dann wird die Stadt Rom <laughs> mal kurz wieder abgebaut. Sehr krass, haben die Griechen tatsächlich uns aus Rom vertrieben. Aber wir holen uns die Stadt irgendwann wieder zurück. Dann haben wir wieder eine Imperiumskarte. Erwerb einer zivilisiert oder unzivilisiert Karte. Eins wert, eins wert. Die am weitesten links. Einer Erwerbung, das heißt die Aufstockkarte kommt mit dazu. Und wir haben wieder eine Zivilisiert Karte mit einem weiteren Aufstand und die Karte geht in die Ablage und dann gucken wir uns noch die letzte Karte an. Das ist die Ehre. Falls möglich würden jetzt drei Regionen aufgegeben werden, kann aber der Grieche nicht machen und somit erhält er zwei weitere Fortschrittsmarker und diese Karte geht in die Ablage. Das war's mit diesem Zug. Eine 6 bedeutet kein weiterer Fortschrittsmarker und wir. Füllen wieder auf. Wir wissen ja, was für Karten jetzt hier dabei sind. Hat ja einiges erworben. Das sind einige Aufstandskarten auf alle Fälle mit dabei. Sonnenwende ist dran. Wir haben keine Karten. Die Griechen haben uns dazu genötigt, alle diese Vorteilskarten zu entfernen. Aber war ja teilweise auch meine Wahl. Das heißt, drei Aktionen. Ich werde wieder aktivieren. Meine erste Aktion da wird sein, ich werde jetzt Regionen spielen. Dann habe ich einmal diese. Ich erhalte einmal Material. Legen wir das Material hinein. Als nächstes die nächste Region, das wird der Sumpf sein. Da werde ich diese Karte unterschieben, werde noch zwei Material erhalten und muss noch eine Karte vom Markt ins Exil schicken. Was schicke ich ins Exil? Oh, ich denke mal, hier den Schrein, den benötigen wir nicht. Mal sehen, was wir für eine Karte bekommen. Ist eine Regionskarte, das heißt, die Aufstandskarte kann abgelegt werden. Dies war die zweite Aktion und meine dritte Aktion. Logischerweise, ich werde die Ehre spielen, werde meine Regionen hier wieder abwerfen und darf mir eine Ruhmkarte nehmen. Und wir haben nur noch eine, das heißt, ich bekomme diese auch. Wir haben den kompletten Ruhmstabel allein bekommen, die Griechen nicht eine Karte. Jetzt liegt die Karte König der Könige auf. Und das nächste Mal, wenn wir eine Ruhmkarte erhalten, oder ebenfalls auch die Griechen, dann wird der entsprechende Effekt ausgeführt und das wird dann auch das Ende des Spiels einläuten. Nehmen wir diese auf die Hand. Das war die letzte Aktion. Ich habe aber jetzt einige Karten mit Gratisaktionen. Da wir so nah am Ende des Spieles sind, werde ich das wie folgt machen. Ich werde Imposant spielen als Gratisaktion, um eine weitere Aktion zu erhalten. Und für diese Gratisaktion werde ich den römischen Senat spielen. Die Karte selber wähle ich jetzt um in die geschichte zu gehen ich will mir die siegpunkte auf alle fälle sichern auch wenn sie jetzt leider aus dem spiel ist über den senat darf ich eine zivilisiert karte erwerben da gibt es nur eine im markt das heißt diese nehme ich mir zusammen mit der aufstandskarte und dann haben wir ein gefolge und diese bringt auch eine aufstandskarte mit sich diese geht auf die hand als nächstes Atemberaubend eine Gratisaktion. Ich darf die oberste Karte ziehen und entscheiden, was mit dieser passiert. Entweder wieder zurücklegen, auf die Hand nehmen oder in die Geschichte. Und da bekommen wir eine Regionskarte. Ich denke mal, nein, die lege ich mal in die Geschichte. Da ist sie raus aus dem Spiel. Ich habe genug Regionen. Das war dann diese Karte, dann die Söldner, eine Gratisaktion, zahle einmal Bevölkerung, um noch eine Aktion zu erhalten, das werde ich mal machen, um nachher über Brot und Spiele wieder die Aufstandskarte loszuwerden. Ich denke mal, das wird am besten sein und das waren dann tatsächlich jetzt auch alle meine Aktionsmöglichkeiten. Ein weiterer Fortschrittsmarker, oh, dann gehen wir wieder auf die Küste, vielleicht kriege ich sie ja noch. Wir räumen auf. Das geht wieder zurück. Jetzt muss ich genau überlegen. Ich habe nur noch eine Karte. Das heißt, ich werde meine Ablage neu mischen. Das heißt, wenn ich jetzt den Aufstand ablege, weiß ich nicht, ob ich diesen dann wegbekomme mit Brot und Spiel. Deswegen behalte ich den Aufstand auf der Hand und die Stadt Rom, was mache ich mit der? Ach, ich nehme sie erstmal weg. Das heißt, die beiden Karten gehen in die Ablage. Jetzt ziehe ich bis zum Handlimit von 7 auf eine Karte bedeutet, wir dürfen uns wieder entwickeln. Mal gucken, was ich diesmal nehme. Ja, ich nehme, ich habe ganz viel Population. Ich nehme den Kaiser in meine Ablage und mich alles durch. Darf ich noch fünf Karten nachziehen? Denn sollte ich es tatsächlich schaffen, über die Ehre das Ganze noch mal mit der Ruhmkarte zu aktivieren, kann ich das Ende einläuten und ich glaube schon, dass ich ein klein wenig im Vorteil bin. <laughs> Sicher bin ich mir aber nicht. Okay, Siegreich hilft nicht, Wohlstand nicht. Sumera, Sumpf, noch eine und da haben wir die Ehre. Dann weiß ich auf alle Fälle, auf was ich jetzt in diesem Zuge gehen werde. Doch was werden die Griechen in der Zeit machen? Ach, erneut eine 6. Nochmal alle Aktionen. Beginnend mit Aufstand geht zurück. Und dann machen wir weiter mit einer Stadt. Unendlich Zeichen ist drauf. Diese Karte geht normal in die Geschichte. Sonst passiert nichts weiter. Aufstand geht zurück. Und dann haben wir wieder eine Unendlich Karte. Nichts anderes geht in die Geschichte. Oh, das sind fünf Siegpunkte. Und dann haben wir den Aufstand. Wow, das war eine schnelle Runde. Füllen wir auf. Fünf Karten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Karte bleibt noch im Zugstapel. Kein weiteres Fortschrittsblättchen war ja eine Sechserwürfel. Brot und Spiele. Lege eine Karte ab. Und das wird die Aufstandskarte sein. Und danach darf ich eine Aufstandskarte von meiner Hand und eine vom Ablagestapel wieder zurücklegen. Und das wird direkt die Aufstandskarte sein. ist diese losgeworden. Doch nun wird es etwas knifflig. Was mache ich? Ich werde auf alle Fälle erstmal den Sumpf spielen. Erhalte zwei Material und muss eine Karte aus der Marktauslage ins Exil schicken. Ich werde das Gefolge entfernen. Drei Siegpunkte, die sich der Grieche nicht holen kann. Und da haben wir eine Zivilisiertkarte mit zwei Siegpunkten. Dies war die... Erste Aktion. Will ich noch eine Karte unterschieben? Ja, kann ich. Die sumera. Kann ich zwar nicht spielen, aber ich kann sie unterschieben. Des Weiteren ist mir gerade aufgefallen. Ich habe noch vergessen, den Kaiser hinsichtlich der Entwicklungskosten zu bezahlen. Das waren meines Erachtens zweimal Material und einmal Gefolge. Damit das auch alles korrekt ist. Zweite Aktion wird sein der Wohlstand. Ich darf eine Karte ziehen. Das ist der römische Senat. Da werden auch die Griechen eine Karte nachziehen. Die letzte, die geht auf die Ablage. Und ich bekomme über Wohlstand für jede Region im Spiel. Ich habe nur eine, noch einmal Bevölkerung, aber besser als gar nichts. Okay, was mache ich mit meiner letzten Aktion? Ich denke schon, ja, ich, werde, habe ich, eine, ja habe ich ich. werde den römischen Senat spielen. Ich darf eine Zivilisiertkarte erwerben. Und dies ist die Metropole. Nebst Aufstand füllen wir wieder auf. Wir haben eine Karte, welche einen Aufstand mit sich bringt. Ergänzend darf ich über den Senat noch eine Karte von meiner Hand in die Geschichte bringen. Das wird ja siegreich sein. Die werde ich auf alle Fälle nicht auf meiner Hand benötigen. Und das war dann auch die letzte Aktion. Heißt nur noch ein Fortschrittsmarker. Und diesen werde ich erneut auf die Küste legen. All or nothing. Vielleicht bekomme ich sie ja noch. Das war unser Zug. Aktionsmarker gehen wieder zurück. Erschöpft Marker geht zurück und wir. Legen Karten ab. Ich werde den Aufstand ablegen. Ich werde die Metropole ablegen. Fluss behalte ich, weil ich den noch benötige, falls ich dann die Ehre doch spielen kann. Brauche ich jetzt eigentlich nur noch eine Region. Fünf Karten darf ich nachziehen. Rom, Arzneikunde, der Kaiser. Ach Invasion keine Region. Ach verdammt keine Region erhalten. Na okay. Die Griechen sind wieder an der Reihe. Werden sie wieder eine 6 würfeln? Nein, eine 5. Das heißt, vier Karten werden gespielt. Wir haben eine unendlich Karte, die geht in die Geschichte. Und dann Aufstand. Da geht zurück. Und dann haben wir eine Karte, die wieder die letzte Verhaltensweise auslöst, aber erneut nicht genug Ressourcen. Ist in der Ablage eine Aufstandskarte. Nein, also wird auch dies nicht erfüllt. Somit ein Fortschrittsmarker und diese Karte geht in die Geschichte. Letzte Karte, da haben wir nochmal eine Angriffskarte. Und nun habe ich den Griechen eine Steilvorlage gegeben, denn sie werden sich die teuerste Karte unter die Nagel reißen. 1, 0, 5, 0, 0. Eindeutig. Ach, das war bitter. Ich habe es aber selber riskiert, aber okay. Dann in diese Karte. Geht oben drauf, wir füllen auf und wir haben eine zivilisiert und zivilisiert Karte. Und wir müssen uns erneut zurückziehen. Ach, ganz schlecht. Ich werde mich tatsächlich von Brot und Spiele erneut verabschieden müssen. Auch wenn ich jetzt diese Karte dann in der Sonnenwende nicht losbekomme. Aber die sind einfach zu stark und die Region möchte ich gern behalten für den ehre effekt ja, Schlimm, aber nützt ja nichts. Die Karte geht wieder zurück auf die Hand. Damit endet der Zug der Griechen. Platzieren Sie noch den Fortschrittsmarker. Die Karte war da drüber. Eine Karte können wir noch nachfüllen. Handlungsdeck ist leer. Wir müssen erneut eine Dynastiekarte dem Stabe hinzufügen. Welche wird es sein, die wir hinzufügen? Und zwar die Wissenschaft. Nehmen wir uns die Ablage, die neue Karte. Mischen das Deck wieder gut zusammen und füllen die Kartenhand der Griechen wieder auf mit noch drei weiteren Karten und das war der Zug der Griechen wir sind wieder an der Reihe die Sonnenwende können wir überspringen Hab keine Effekte mehr draußen beginnen wir zu aktivieren und die erste Aktion zu spielen und ich werde den Fluss ins Spiel bringen gibt es da irgendetwas was ich in die Geschichte bringen kann ist eigentlich jetzt vollkommen egal oh, immer die Metropole werden wir wahrscheinlich nicht benötigen. Platzieren wir diese in die Geschichte. Eine weitere Karte geht noch ins Exil. Oh, Wenn wir mal hier den Hafen ins Exil schicken. Aufstandskarte lassen wir mal liegen. Ja, können wir auch. Denn es wird wieder eine Stadt. Eine Karte darf ich noch unterschieben. Ja, oh, machen wir doch mal. Hier ja, die Menua. Die werde ich erstmal nicht benötigen. Schieben wir drunter. Ich brauche jetzt noch eine Region, um die Ehre spielen zu können. Und deswegen wird. Meine zweite Aktion: die römische Invasion sein, damit ich eine Region erhalte. Ich nehme hier die Hügel, da liegt ein Fortschrittsmarker drauf, ist ein extra Siegpunkt am Ende, diese geht auf die Hand. Füllen wir auf die letzte Regionskarte ein Gebirge. Diese geht auf die Hand. Ich habe nur noch eine Aktion, das heißt ich kann nicht Ehre und die Region spielen, aber ich werde sie schon mal vorbereitend. Ins Spiel bringen. Das heißt, das ist meine letzte Aktion. Ich bekomme sogar noch eine Population dazu und könnte auch noch eine Karte unterschieben, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Und damit endet schon wieder mein Zug. Ich muss noch einen Fortschrittmarker platzieren. Oh, hier, ins Gebirge hinein. Die Inversion geht auch noch in die Geschichte. Der zweite Effekt, alle anderen Spieler geben eine Region auf. Die Griechen haben keine mehr, deswegen kein weiterer Effekt. Ich bin durch, ich räume auf. Das heißt, Aktionsmarker gehen wieder zurück. Und jetzt ist die große Frage, was behalte ich auf der Hand? Auf alle Fälle die Ehre. Die auf alle Fälle. Hier kann ich mal, wenn eine gute Karte kommt, diese direkt erwerben. Behalte ich auch mal. Brutto und Spiele möchte ich auch behalten, damit ich ebenfalls noch die Aufstandskarte losbekomme. Jo, dann werde ich diese beiden Karten ablegen und ziehe noch vier Karten nach. Die Oase. Ach, jetzt habe ich ganz, ach, ganz viel Territorium. Ja, fünf, sechs noch eine und den Wohlstand. Die Griechen sind dran. Wir haben nur noch zwei Karten im Hauptstabe. Die sind alle leer. Das heißt, die Chance, dass jetzt das Ende des Spiels eingeläutet wird, ist sehr groß. Schauen wir doch mal. Die Griechen. Eine 5. Die Karte blockieren sie und fangen an. <laughs> Erneut. Mit einem Angriff. Sie erwerben die teuerste Karte. Und das wird diese sein. Aufgrund von zwei. Ein Fortschrittsmarker. Diese geht hier hin. Füllen wir auf. Eine unzivilisierte Karte und wir müssen nach verdammt wieder uns von einer Unendlich-Karte verabschieden. Da wir das Handlimit bereits erreicht haben und ich jetzt eh keine Karten nachziehe, ja, ich gehe mal mit den Legionen, dass ich diese wieder zurücknehme. Das heißt, mein Handlimit ist jetzt nur noch bei 6, aber vollkommen egal. Die Karten, die ich habe, die behalte ich. Karte geht in Ablage, sehr böse Karte. Oh, und dann haben wir das Unendlich-Zeichen, das heißt, die Karte geht in die Geschichte. Die dritte Karte, oh nein, schon wieder eine Angriffskarte. Sie wollen erstmal die teuerste Karte. Eins, eins. sie ist 2 wert. Okay, und dann haben wir, oh je, die letzte Karte des Hauptstapels kommt ins Spiel, bedeutet, dieser ist jetzt in dem Moment leer. Und jetzt wird die Wertung ausgelöst. Und das heißt, wir spielen jetzt noch diese Runde zu Ende. Das heißt, bis zur Sonnenwende. Und danach noch eine komplette weitere Runde. Noch der Angriff hat ja noch die Auswirkung, dass ich wieder eine Karte aus meinem Spielebereich zurücknehmen muss. Ja, genauso wie bei den Legionen. Das Handlimit Limit habe ich schon erreicht. Deswegen geht diese wieder zurück die Exportgeschäfte gehen in die Ablage und dann haben wir nochmal mal ein Unendlichzeichen Zeichen und das Imperium dabei gilt das unendlich Zeichen vorrangig und somit geht diese Karte in die Geschichte und es gibt noch mal einen Fortschrittsmarker auf diese Karte wir füllen auch noch mal auf denn auch die Griechen sind noch einmal dran wenn es eine komplette letzte Runde gibt sonnenwände müssen wir nicht ausführen haben keine effekte. somit meine letzten drei aktionen denn jetzt beginnt die allerletzte runde und deswegen werde ich auch noch mal aktivieren ich werde die ehre spielen ich werde mich aus diesen drei regionen wieder zurückziehen bzw. werde diese aufgeben und bekomme erneut eine Ruhmkarte. Da liegt aber jetzt keine mehr drauf. Bedeutet, der Karteneffekt wird jetzt ausgeführt. Es wird das Ende der Partie ausgelöst. Das ist aber schon passiert. Deswegen wird dies ignoriert. Und bin ich noch ein Barbarenvolk, kriege ich jetzt sechs Fortschrittsmarker. Bin ich ein Imperium, kriege ich drei Fortschrittsmarker. Darf aber eine Karte kostenlos sofort entwickeln. Und danach wird diese Karte nur umgedreht. Das heißt, auch andere Spieler hätten jetzt immer noch Zugriff auf diesen Effekt, der jetzt draufsteht. Die Karte bleibt aber die ganze Zeit hier liegen. Sie wird nicht entfernt. Durch das kostenfreie Entwickeln und da ist die letzte Runde, ist nehme ich mir natürlich die Karte, die mir von den Punkten am meisten bringt, weil die Karte kommt ja eh nicht mehr zum. Tragen und jetzt habe ich noch zwei weitere Aktionen. Ich werde den Kaiser aktivieren. Da kann ich nämlich mir noch eine beliebige Karte holen. Und auch hier werde ich mir die teuerste nehmen. Das heißt, ein Fortschrittsmarker, dann diese drei Siegpunkte zusammen mit Aufstand. Wir müssen nichts auffüllen. Geht auch nicht mehr. Legen wir diese auf die Hand der Kaiser geht in die Geschichte und jetzt habe ich noch eine letzte Aktion zur Verfügung. Ja, irgendwelche Ländereien zu spielen bringt mir nicht allzu viel. Kriege auch keine Population durch die Karten, die ich habe. Deswegen, was haben wir hier noch? Ja, ich werde die junior spielen für meine letzte Aktion. Obwohl das ist ja eine gratis Aktion. Sehr ja cool. Lege bis zu zwei Aufstandskarten von deiner Hand oder Ablagestapel wieder zurück. Und das wird diese Aufstandskarte sein. Geht wieder zurück. Und ich glaube, hier habe ich auch noch eine drin gehabt. Jawohl, sehr schön. Kriege ich diese auf alle Fälle los. Und es war eine Gratisaktion und danach gehen diese in die Geschichte. Habe ich ja immer noch eine Aktion, aber kann ich da raus Kapital schlagen? Nicht so richtig. Okay, einmal Material könnte ich mir holen, Wohlstand eine Karte nachziehen. Hätte ich vielleicht vorher spielen sollen, bevor ich die Ehre gespielt habe. Ach verdammt, war falsche Reihenfolge. Hm, aber was mache ich? Ja, okay, dann. Spielen wir mal den Wohlstand. Mal sehen, was wir für eine Karte ziehen. Vielleicht ist ja noch mal eine Gratisaktion. Ja, ist zwar eine, aber die können wir nicht spielen, denn das Barbarensymbol ist nicht zulässig. Das war die letzte Aktion. Platzieren wir noch einen Marker. Ist eigentlich vollkommen egal. Ah, platzieren wir ihn hier drauf. Räumen wir noch auf. Die Karte war noch gespielt. Die Marker gehen wieder zurück. Ich könnte jetzt Karten ablegen und wieder nachziehen. Könnte vielleicht noch irgendwelche Effekte haben, aber ich glaube, die Griechen haben da nichts. Im Spiel habe ich auch nichts. Ich lasse es jetzt einfach so wie es ist und lege keine Karte ab. Und damit läuten wir den letzten Zug der Griechen ein. Was machen diese zum Schluss noch? <laughs> Nochmal alle Aktionen. Ach verdammt. Okay, wir haben ein Imperium. Falls möglich, erwirbt er zivilisiert bzw. unzivilisiert. Beides ein Siegpunkt, dann. Dieses zusammen mit dem Aufstand, die Karte geht in die Ablage. Nächstes, Aufstand geht zurück. Dann haben wir eine Barbarenkarte, aber das unendlich Zeichen. Dabei ist allerdings die Barbarengeschichte vorrangig. Das bedeutet, die obere Karte geht in die Ablage und diese geht in die Geschichte. Machen wir weiter. Wir haben unendlich Zeichen, geht in die Geschichte. Und zu guter Letzt haben wir nochmal eine Angriffskarte. Aber bei uns gibt es nichts mehr, wo er was holen kann. Aber er kann sich selber noch eine Karte nehmen. Ja, es wird auch wieder die teuerste sein. Vollkommen egal, ob eine Aufstandskarte da drunter ist. Es zählen immer nur die Punkte, die oben liegen. Und deswegen bekommt er diese und die Karte geht in die Ablage. Und wir sind durch. Wir müssen auch keine Marker irgendwo mehr platzieren, denn es gibt nichts weiter mehr. Die Sonnenwende würde jetzt noch ausgeführt werden, aber auch da haben wir keine Effekte. Und damit endet das Spiel und wir kommen zur Wertung. Die Wertung im Spiel wird in einer Solo-Partie genauso durchgeführt wie in einer Multiplayer-Partie. Wohlgenommen für die Spieler. Der Automa wird die Abrechnung ein klein wenig anders durchführen. Was jetzt für die Spieler ganz wichtig ist, wenn ihr mit der Wertung beginnt, lasst eure Karten dort, wo sie sind. Alle im Spielbereich, alle auf der Hand, alle im Nachzugstapel, im Ablagestapel, in der Geschichte und auch in den anderen Stapeln. Die zwei Stapel, und zwar der Entwicklungskarten und der Volkskarten, die jetzt noch nicht ins Spiel gekommen sind, die werden nicht gewertet. Die könnt ihr schon mal erstmal zur Seite legen. Alle anderen Karten werden allerdings gewertet. Des Weiteren ist es ganz hilfreich, wenn ihr eure gesamten Ressourcen ein klein wenig eintauscht in die entsprechenden 5er- oder 10er-Marker, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird. Und dann fangen wir jetzt an zu werten. In welcher Reihenfolge ihr das jetzt macht, ist vollkommen euch überlassen. Aber beachtet, dass ihr die Karten bitte in den entsprechenden Bereichen lasst, weil hier und da sich bestimmte Siegpunkte auf dem Standort der Karte beziehen. Ich würde sagen, ich fange mal an mit unserer Geschichte und der Machtkarte und zähle mal zusammen, was wir da. Für Punkte habe. Wer das mit der Wertung jetzt nicht sehen möchte, weil er es schon kennt und es dauert ein klein wenig, der kann zu einem Timecode springen. Den blende ich hier ein und dann kriegt ihr das Resultat dieser Partie, damit ihr wisst, wie das Ganze auch ausgegangen ist. Ich habe bisher noch kein Gefühl, wie das tatsächlich dann am Ende endet. Für alle anderen folgende Hinweise: Wie erwähnt, Karten dort lassen, wo sie am Spielende sind. Aber ihr könnt sie innerhalb dieses Bereiches sortieren. Das solltet ihr auch, dann geht die Wertung etwas schneller. Meine Empfehlung: zuerst die mit dem Sternchen, dann die mit dem Fragezeichen, dann die mit den anderen Siegpunkten. Und alle, die keine Siegpunkte-Wertung haben, die platziert dann unten drunter. Aber wohlgemerkt, alle in ihrem Bereich belassen. Beim Sortieren könnt ihr schon mal schauen, ob ihr eventuell neben so einer Wertung einen Text habt, wo da steht: vor der Wertung. Gibt es nicht allzu viele Karten, aber manchmal gibt es sie, zum Beispiel. Habe ich eine, und zwar hier. Da steht da, vor der Wertung werden zwei. Aufstandskarten entfernen. Das wären Minus Siegpunkte könnte ich jetzt schon entfernen. Allerdings hatte ich keine im Deck gehabt, deswegen kann ich leider davon nicht profitieren, hätte ich aber meine Taktik mit einfließen lassen können, so dass es getrost gewesen wäre, noch zwei extra Aufstandskarten zu haben. Aber habe ich nicht und somit auch keine Minus Siegpunkte. Als nächstes die Ressourcenmarker. Vereinfacht euch das ein bisschen, nehmt die Zehner und Fünfer, damit das Ganze etwas übersichtlicher wird, denn die Karten beziehen sich teilweise auf die Ressourcenmarker. Und da beginnt Beginnen wir bereits mit unserer Machtkarte. Ein Sternchen, neben dem Sternchen ist immer ein Text und da steht halt drauf, wir bekommen einen Siegpunkt für je zwei Bevölkerungsmarker. Wir haben 15, 18, das heißt, diese Karte ist 9 Siegpunkte wert. Achtung, die Karten mit dem Sternchen dürfen nie mehr als zehn Siegpunkte wert sein, alles andere würde verfallen. Das könnt ihr euch jetzt aufschreiben, merken, wie auch immer. Ich nehme mir hier so ein Zählrad und zähle jetzt einfach die Punkte mit. Der Kaiser, ein Siegpunkt je drei Population und das zählt wieder extra. Jede Karte bezieht sich wieder extra auf die Ressourcen. 18 durch 3 sind sechs Siegpunkte, lässt sich relativ leicht merken. Behaltet die Karten, die ihr schon gezählt habt, immer in diesem Bereich. Es können sich wieder andere Karten darauf beziehen. Die Ägypter bringen uns einen Siegpunkt je Zivilisationskarte. Auf der Hand haben wir da nichts. Wir gehen durch alle Decks durch. Und dann haben wir hier eine. Das war's, mehr sind es hier nicht. Hier haben wir auch eine, sind wir bei zwei. Hier ist nix und hier ist hier noch was drin. Zwei war mit drei. Mehr ist es dann aber auch nicht. Das heißt, die Karte ist drei Siegpunkte wert. Sind wir schon beim Fragezeichen angekommen? Auch da gibt es einen Text und da steht jetzt drauf: Wenn diese Karte in der Geschichte ist, bringt sie sechs Siegpunkte, ansonsten zwei. Das ist der Geschichtsstapel, das heißt, die Karte ist für uns tatsächlich, deswegen auch ganz wichtig, wo diese ist. 6 Siegpunkte wert. Auch die bringt zwei Siegpunkte, wenn sie in der Geschichte ist. Und dann sind wir durch mit dem Fragezeichen. Und dann zählen wir nochmal hier durch. Da haben wir 3, nochmal 2 sind 5, nochmal 11 sind 16, nochmal 11 sind 27, nochmal sechs sind 33 Punkte. Wenn ich alles korrekt mitgezählt habe, sind das jetzt 59 Punkte. Nur aufgrund des Stapels der Geschichte. Alle anderen Karten haben keine Wertung, deswegen habe ich sie ganz nach unten sortiert. Machen wir weiter mit dem Nachzugstapel. Wieder das Sternchen, ein Siegpunkt je vier Populationsmarke. Wir haben 18, das heißt vier geht auf alle Fälle. Das sind also vier Siegpunkte und dann haben wir noch mal neun dazu. Mal 13 dazu holen wir uns noch die Siegpunkte mal von der Kartenhand. Alle Nicht-Siegpunkte lasse ich mal da oben. Haben wir das Sternchen und zwar zwei Siegpunkte pro Ruhmkarte. Da oben ist keine. Gehen wir durch die Ablage durch. Zählt das mal nur die Karten. Da haben wir gar keine. Eine, dann zwei, drei, vier, fünf. 6 6 Karten, das heißt diese wäre jetzt 12 Siegpunkte wert, aber wir wissen, das Maximum, es sind 10 Siegpunkte. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme, falls doch mal noch eine andere Karte differenziert ist. Dann haben wir hier nochmal zwei Siegpunkte, nochmal sieben Siegpunkte, das heißt also nochmal neun dazu. Ich bin schon bei 91 Siegpunkten, wenn ich alles richtig gezählt habe. Und jetzt haben wir noch die Ablage, auch die zählt noch. Sternchen, ein Siegpunkt je vier Fortschrittsmarker. Wir haben 16, das geht direkt auf. Die Karte ist vier wert. Und danach scheinen es nur noch ganze Wertungen zu geben. Vier. 3, das Wort, das mit im sind 7, 8, 9, 10, 11, 14. Nochmal 14 Siegpunkte dazu. Da reicht mein Zählrad schon nicht. Bin ich nämlich jetzt bei 109 und zu guter Letzt bekommen wir noch für jeden Fortschrittsmarker einen Siegpunkt. Nochmal 16 dazu. Und damit habe ich für mich persönlich ein Gesamtergebnis mit den Römern von 125 Punkten erzielt. Ich denke mal, das ist eine ganze Menge. Doch schauen wir mal, was das Ganze wert ist, denn die Griechen machen jetzt ihre Abrechnung. Das Zählen beim Automa geht ein klein wenig schneller. Als erstes der restliche Dynastiestabe. Der wird entfernt, der wird nicht gezählt. Alle anderen Karten, das heißt die Geschichte, der Nachzugstabe, die Ablage und auch gegebenenfalls noch die fünf Karten, falls ihr diese noch ausgelegt habt, die werden mitgezählt. Allerdings müsst ihr jetzt hier den Bereich nicht differenzieren. Ihr könnt alle Karten jetzt hier, die noch übrig sind, zusammentun und entsprechend sortieren nach Sternchen, Fragezeichen und den restlichen Punkten, denn daraus wird der Automa seine Wertung erzielen. Das heißt, ich nehme mal die Ablage, Nachzugstabel und auch die Geschichte und sortiere jetzt alles. Okay, ich habe alle Karten der Griechen in eine Ordnung gebracht, habe alle die aussortiert, die keine Siegpunkte haben, die brauchen wir nicht. Des Weiteren brauchen wir auch nicht die Machtkarte, obwohl hier ein Sternchen drauf ist. In der Anleitung steht explizit geschrieben, dass diese Karte nur symbolischen Charakter hat. Alles, was an Text und Symbolen, dazu zählt auch das, mit drauf ist, wird für den Automa ignoriert, deswegen keine. 5 Siegpunkte über dieses Sternchen. Aber alle anderen Karten zählen jetzt und dann habe ich sie jetzt sortiert. Jedes Sternchen bringt 5 Siegpunkte, egal was für Text drauf steht. 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oh, eine ganze Menge. Okay, Fragezeichen. Hier ist der Text von Relevanz. Werde nämlich immer die höchsten Angaben an Siegpunkten genommen. Hier gibt es nur eine Angabe, deswegen einer dazu. Sind wir bei 46, nochmal zwei bei 48. Aufstand minus 2, wieder runter auf 46, runter auf. 44 und jetzt bleiben nur noch die Einzelpunkte übrig. Ich zähle gleich durch. 44 plus 1, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56. Plus 13 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67. 68 Punkte, naja, eher mäßiger Natur. Doch auch der Automa bekommt noch die Punkte über seine Fortschrittsblättchen, da haben wir hier 25. Und da bin ich mit ihm schon auf 93. Und jetzt würde er noch für die restlichen Ressourcen auch noch Siegpunkte bekommen. Allerdings werden dabei alle Ressourcen, die es gibt, also Materialbevölkerung zusammen addiert. Und für je zehn Plättchen gibt es nochmal einen Siegpunkt. Aber er hat gerade mal zwei. Somit keine extra Siegpunkte. Es bleibt bei 93 Punkte für die Griechen. Und damit habe ich gewonnen. Liebe Freunde von Imperium Classic, die glorreiche Schlacht ist geschlagen. Die Römer gewinnen mit 125 Punkten gegen 93 Punkte von den Griechen. Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Tatsächlich weiß ich nicht, ob es das auch wert ist, denn hier und da habe ich doch einen Fehler gemacht. Kann also sein, dass wenn man es wirklich fehlerfrei spielt, das vielleicht nicht so üppig für mich ausgefallen ist oder dass vielleicht die Griechen ein paar Punkte mehr bekommen hätten. Vielleicht aber auch andersherum. Vielleicht hätte ich mehr Punkte gesammelt und die Griechen sogar noch weniger. Das, das kann man im Nachgang relativ schwer beurteilen. Dennoch, ich hoffe natürlich, dass ich euch mit dieser Serie die Regeln dieses Spiels näher bringen konnte. Es ist ein. Außerordentlich gutes Spiel, wie ich meine. Das erste, was außerordentlich positiv ist, ist tatsächlich die einfachen Regeln. Man ist relativ schnell in dem Spiel ein, zwei Partien gespielt und dann weiß man, wie das Ganze läuft und teilweise überliest man ganz schnell etwas dabei, wenn man halt sich so sicher ist, dass man die Regeln explizit kennt oder gegebenenfalls auch die Verhaltensweise des Gegners. Deswegen mein Hinweis: legt euch den immer neben euch hin, lest es bei jeder Karte immer wieder durch, dass ihr da nichts überseht. Denn werden Fehler gemacht, kann sich das erheblich auf die Spielweise der einzelnen Fraktionen auswirken, denn sie sind aufgrund ihres Kartentextes und ihrer Fähigkeiten wirklich in sich sehr, sehr gut abgestimmt und teilweise auch ein bisschen historisch. Also bei den Römern hat man schon gesehen, sie haben immer sehr viel Territorium gehabt, daraus konnten sie Kapital schlagen. Hingegen die Griechen, okay, sie haben sich am Anfang ganz viel Material zusammengeklaut und dann konnten sie erst in ihr Imperium aufbauen, schneller als die Römer, aber am Ende, wir sehen zu unserem Spiel, hat es nicht gereicht. Ihr werdet dabei feststellen, dass trotz gleicher Mechanik im Spiel jedes Volk sich total anders anfühlt, weil man immer die Prioritäten auf irgendetwas anderes legen kann. Teilweise bringen ja auch noch andere Völker Besonderheiten mit sich, die in das Spiel mit Einzug halten. Und deswegen finde ich auch den Widerspielwert sehr, sehr cool. Selbst mit dem gleichen Volk kann man das immer wieder spielen. Und ich kann mir das auch im Multiplayer-Spiel sehr gut vorstellen. Ich hatte bei diesem Spiel auf alle Fälle viel Spaß und es wird noch öfters auf meinem Tisch kommen. Nicht unbedingt vor der Kamera, das könnt ihr entscheiden. Wenn ihr da noch mal etwas davon sehen wollt, dann lasst es mich über die Kommentare wissen. Dann werde ich gegebenenfalls noch etwas darüber einplanen. Vielleicht noch über Imperium Legenden da haben wir noch eine ganz andere Variante, aber spielt sich von der Mechanik her fast genauso, nur dass es halt andere Völker sind mit anderen Stärken und Schwächen, aber von den Regeln her sind diese Spiele identisch. Ja, jetzt auch so wie ich spaß an diesem spiel gefunden habt dann vielleicht noch mal bei der spieleoffensive vorbeischauen den link habe ich ja in der videobeschreibung drin dort gibt es vielleicht noch das eine oder andere exemplar in deutscher version solltet ihr also zuschlagen wenn euch das spiel interessiert. ich hoffe jedenfalls dass ich euch mit dieser serie einen kleinen einblick in dieses spiel geben konnte und vielleicht auch eine entscheidungshilfe ob diese art des spiel etwas für euch ist oder nicht. Sollte euch das Video gefallen haben, so hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Geno.